Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. "Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved." "I will do my best to save him, my lord," Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. "Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins." "I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee," Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. "You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you." "Yes, Lord, anything," Isaac's mother begged. "To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else." "Yes, Lord," she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trap door to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar The Binding of Isaac Rebirth. Genau, fangen wir direkt mal an zu spielen. Wir nehmen natürlich einen neuen Pfeil. Gut, ein New Run. Und am Anfang können wir auch nur Isaac spielen. Ja, die anderen Chars können wir später mal freispielen. Nebenbei gesagt, ich bin die Luna von Rittern der Dattelrunde. Und das wird auch mehr eine Art Let's Fail, da ich nicht sonderlich gut bin. Aber trotzdem. Kann man schon mal machen. Und es wurde ja auch von ein paar Leuten angefragt. Und ich dachte mir, ach, wenn ich schon so nett gefragt werde, dann kann ich das genauso gut machen. Ja. Und noch sind es zum Glück nur irgendwelche Fliegen. Und solche Räuber sind böse. Denn ich bin grundsätzlich schlecht. Und davon gibt es drei Gegner. Der eine hat so eine Bombe im Gesicht. Genau, manche von denen spawnen. Das zum Beispiel. Ja. Ja. Die Grinseviecher, die verfolgen einen. Und der Dicke, der ist neu. Den gab es im alten Binding of Isaac nicht. Und den Dicken mag ich nicht. So, oh, schon bei unserem ersten Boss und ja, er springt und au. Das meinte ich mit, ich werde total failen. Super. Aber eigentlich mag ich Monster noch so als Boss. Es gibt welche, die sind wirklich schlimmer. Weil er macht eigentlich nichts außer ein bisschen rumspringen, nach uns spucken. Wenn man nicht zu weit von ihm wegläuft, dann springt er auch nicht so hoch, sondern nur so ganz leicht hinter ihm her. Ja, jetzt waren wir wieder zu weit. Gleich bist du tot. Oder nicht. So.
Okay. Plazenta. Yum, 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 yum. Sowas finde ich ja direkt toll. Also unser Trinket, was man oben links sieht, ja, da kann man Geld reinwerfen und vielleicht kriegt man was raus. Oder vielleicht auch nichts. Und Isaac hat immer ganz böse Träume. So. Von denen gibt es noch circa in... Also... So ähnlich in Rot und der schießt dann in andere Richtungen. Ist ja ein cooler Typ. Au. Ja. Wer jetzt noch nicht mitbekommen hat, dass es ein Let's Fail wird, ja. Ich empfehle es dann doch eher, dass du das jetzt ausschaltest. Denn es wird nicht so toll. Mal gucken auch. Also ich glaube nicht, dass ich es im ersten Run bis zum Marm schaffe. Also so gut bin ich dann auch nicht. Zum Beispiel die Spinnen mit diesem bösen Gesicht, die sind auch ganz neu. Und ich weiß nicht. Aber die Trollbomben gibt es auch noch. Und es gibt auch noch welche, die einem hinterherrennen. Die sind böse. Die bunten Fliegen, die ihr übrigens da seht, also die eine da in ganz grün, das sind sogenannte Champions. Die sind generell ein bisschen stärker und wenn die mich treffen, verliere ich auch ein ganzes Herz. Falls ihr wissen wollt, mit was ich spiele mit der Tastatur. Weil ich mit Controller nicht umgehen kann. Und wir pinkeln direkt alles voll. Passt zu dem Raum. Die Haufen zerstören ist eigentlich immer ganz wichtig, weil manchmal droppen sie was. Und wenn der ganze Raum voll damit wäre, würde ich auch die alle zerstören. Denn das macht viel Spaß. Wir haben keinen Schlüssel. Na, ist toll. Aber reinrennen geht schon. Nee, gut. Ja. Dann kann ich auch mal gehen. Hat sich schon gelohnt? Oder auch nicht? Ja. Weil wenn ich mein Geld ausgebe... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Kiste einfach nur mein ganzes Geld verbraucht. Verdammt. Larry Jr. war auch schon, ja, beim normalen Binding of Isaac dabei. Nur mochte ich ihn damals nicht und heute auch nicht. Give back. Ah, komm schon. Nein, nein, nein. Genau. Weg. So, und jetzt noch den letzten. Monstros Zahn. Können wir ab jetzt finden. So. Ein HP mehr. So habe ich das gern.
Ich mag die Musik hier voll. Ist zwar eine andere als im ersten Binding of Isaac. Ja. Aber es gibt auch eine Mod dafür, dass man wieder die alte Musik haben kann, also. Ja, das neue Spiel ist nicht zwingend schlechter. Verdammt. Ah, da drüben kann ich auch. Super. Springen wir das weg. Oh, ein Goldschlüssel. Super. Goldschlüssel, da brauche ich dann keinen einzigen Schlüssel mehr und kann in alle Räume auf dieser Ebene rein. Ah, nein, jetzt geht doch mal weg. Ich würde einfach sagen, wir sind schon mal viel zu schwach. Von den Feuern gibt es auch ganz böse Feuer. Die sind so dunkelrot. Die tun einem ganz schön weh. Und Achtung! Ah! Diese Fliegen mag ich definitiv nicht. Au! Genau deswegen. Letzte Vieh. Gut. Kümmere mich jetzt nicht. Hätte ja auch was Besseres drin sein können, aber egal. Ich noch? Ja, okay, die gehen noch. Hör auf, Fliegen zu spawnen! Das ist nämlich uncool! Fliegen mag keiner! Die nerven nur! Oh! Aber die Musik, muss ich sagen, ist hier in dem Raum zumindest echt gut. So. Oh nein. Lief hier noch einigermaßen gut. Und die sind auch ganz neu. Und die mag ich nicht, die großen.